Moin moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, heute ist mal wieder Wrestling-Zeit und zwar zum ersten Mal WWE Icons, die Serie nach den Rivals. Nochmal ein Dank an Christine für die Info, dass es dieses Album gibt. Ich habe es mir gleich gegönnt, you can see me. Sie sehen hier vorne eben John Cena, Triple H und Rey Mysterio. Auch hier mit seinem coolen Tattoo dementsprechend drauf. Das Album gucken wir uns auch gleich an. Hier sind übrigens die Sticker. Ja, sehen genauso aus wie das Album, zumindest ähnlich, also der Bereich. Der andere Bereich ist auf dem Ding nicht drauf. Und wir fangen mal an, können wir hinten drauf gucken. 6 Sticker sind drin. Oh, die sind schon ein bisschen angedatscht. Aber 6 Sticker ist natürlich richtig cool. So, 2, 3, wollen wir mal zählen, 4, 5, 6. Ja, ich lege mir die Nummer eben kurz ran. Wir zoomen gleich auch ran, um sie genauer anzugucken. Wie ich sehe, gibt es hier 3 verschiedene Bereiche anscheinend. Es gibt die großen Karten, dann gibt es klein horizontal und klein vertikal und Poster gibt es auch noch. Aber das sehen wir ja gleich, wenn wir uns das Album da drin angucken. Na, so machen wir es am besten auf. Ja, bei Stickern ist immer die Gefahr, dass man die Karten kaputt macht. Das Doofe ist auch immer, wenn, was eigentlich ganz cool ist, dass es verschiedene Größen gibt. Gefällt mir persönlich immer ganz gut. Das, ja, das gibt ein bisschen Abwechslung in diese Wrestling-Sachen oder auch allgemein. Aber die Gefahr ist immer, dass man die dann einreißt, weil man durchaus dann übers Ziel hinausschießt. Aber bisher klappt das hier sehr, sehr gut. So, zack, zack und zack und zack. Ja, was wollen wir uns zuerst gleich angucken? Ich würde sagen, wir gucken uns gleich zuerst die horizontalen kleinen Karten an, dann die vertikalen kleinen Karten und dann gehen wir auf die großen Karten, indem wir rauszoomen. Ich stelle auch gleich scharf, keine Sorge, damit ihr auch alles genau sehen könnt. So, zack, 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 zack und zack. Okay, oder wir fangen mit den großen an. Wir fangen mal mit den Großen an. Ich zoome hier nochmal schon mal rein. Fangen wir gleich mit den Großen an. Wir haben Hochkant und Horizontal, wie gesagt. Gucken wir uns erstmal die Hochkantkarten an. Beides mal die 11. Lol, kann ich beide umdrehen. Ist die gleiche. Oha. Cena in Action, sozusagen. Ich habe hier eine absolute Cena-Ausspielung. Auf dem Cover ist er auch noch drauf. Tötet. Ja, also. So, erstmal die Größe der Bilder. Echt groß. Richtige Klopper. Richtig cool. Überraschend von Tops hier 6 Bilder reinzumachen. Macht sonst eigentlich immer nur Panini. Obwohl, nee, die machen es bei Stickern auch nicht. Selber finde ich hier sehr geil. Hier der Hintergrund wie so eine japanische Fahne von der Kriegsmarine. Hat diese Schlenkstreifen. Andere Farbe natürlich, aber so von der Art. Sieht sehr edel aus. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Ja, WrestleMania 26. In Arizona war das 2010. Dann haben wir ein Normalbild hier. Oh, das sieht auch richtig, richtig cool aus. Der Blick hier in die Gasse zum Ring. Sehr geil gemacht. Wow, dann haben wir hier einen Gürtel. Warte mal, so muss er ja. Richtig cool, richtig cool. Und noch ein. Oh, geil, geil, geil. Der Women's Championship Gürtel. Coole Sache. Wartet mal eben, ranzoomen. Yes. Yes. Na, jetzt hat er's. Das sieht schon mal richtig cool aus. Und nun gucken wir uns die anderen Karten dazu an. Da haben wir ein paar Move-Karten. R-Truth sehe ich hier zum Beispiel. John Cena ist hier mit dabei. Oh, das ist ein Käfig-Match. Da steht sicherlich im Album mehr dazu. Dementsprechend noch drin. Ist das Randy Orton mit der Flecktarnhose hier vorne? Ich weiß es nicht. Richtig cool. Triple H. Wen haben wir hier noch? Sagt mir jetzt gar nichts. Aber wie gesagt, ich bin ja auch erst seit kurzem auf dem Wrestling-Trip. Da können wir hier noch ranzoomen. Nee, mehr Zoom geht nicht in dem Sinne. Aber auch hier Triple H mit seinem typischen Balkenkreuz-Emblem, was er ja auch immer dabei hat. War er nicht zuletzt auch Ansager in der WWE? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und er war doch ein Wrestler davor noch. Aber ich bin jetzt hier ein bisschen außen. Oh, The Rock. The Rock ist hier im Gange. Ja, Big Show kennt man natürlich auch. Nun haben wir hier noch die horizontalen Karten.
Oha, der ist so käsig weiß. Das müsste doch der Waliser sein. Wie heißt er? Oh, der ist immer noch aktiv. Ist jetzt mit Cesaro so ein bisschen zusammen gewesen. Hier haben wir nochmal Big Show. Der keltische Krieger. Oh, mir steht, wie steht. Das, kennt ihr das, wenn einem ein Name oder irgendein Begriff auf der Zunge liegt und es fällt einem nicht ein? Da wird man wahnsinnig. Das ist auch eine coole Karte. Der Undertaker im Nebel mit dem Gürtel, Hut, Mantel. Das sieht richtig cool aus. Ja, Randy Orton auch hier mit seiner Gasmasken-T-Shirt. Sache. Ja, The Miz mal wieder mit Titel. Ich finde The Miz irgendwie richtig cool. Gefällt mir wirklich richtig gut. Ja, der Dolph gefällt mir auch gut. Auch ein richtiger Showman. Matt Striker, hier der Ansager. Ist das Ted DiBiase? Bin mir nicht sicher. Ja, Chris Jericho, auch mega geiler Wrestler. Cody Rhodes hatte sich da ja geändert danach in Stardust. Das hat überhaupt nicht gepasst, muss ich sagen. Hier dürfte das The Edge sein. Ja, The Edge ist ja auch gesundheitlich zurückgetreten. Kommt, glaube ich, eventuell wieder oder ist er wieder da? Ich bin, muss ich dazu sagen, erst im Dezember. Also vom Gucken her bin ich ungefähr 6 Wochen dahinter. Also verratet mir bitte nicht so viel. Ich muss noch ein bisschen was aufholen, was das betrifft. Das sieht aus wie so ein richtiger italienischer Pizzabäcker. So stelle ich mir einen italienischen Pizzabäcker vor, der auch sehr oft, ja, sag ich mal so, nicht jede Pizza los wird und zu Hause noch ein bisschen Mangiare macht. Lauch, da ist er wieder, ne? Der keltische Krieger. Seamus! Seamus, jetzt habe ich's. Meine Güte. Junge, Junge, war das John Morrison? CM Punk? Vielleicht? Hier nochmal The Edge. Und zuletzt auch in Vollgesichtsmontur. Ja, Shelton Benjamin ist es, glaube ich, nicht. Keine Ahnung. Kleben wir gleich mal die Bilder ein und gucken uns mal das Album in Ruhe an. Meine lieben YouTuber, da fangen wir erstmal mit dem Poster an. Auch das ist wieder doof. Ich musste es rauslösen, weil auch hier ist wieder im Knick was zum Einkleben. Also warum sie das machen, entzieht sich also mir wirklich jeder Kenntnis. Also so ein Blödsinn. Das haben sie bei den Rivals auch schon gemacht. Aber insgesamt, ihr seht das jetzt vielleicht vom Zoom her nicht. Ich versuche jetzt einfach mal hier, ne, damit ihr das sehen könnt. Das Poster selber ist richtig, richtig geil. Ich werde es aber jetzt mal eben kurz, obwohl kameratechnisch, lassen wir es mal eben so mit hier drauf liegen. Ich denke mal, das passt. Es sind ja auch nur zwei Posterbilder dabei. Um einfach mal zu gucken. Hier steht auch, ein Champion in der WWE zu werden, ist schwer genug. Einer zu bleiben ist noch schwerer. Jeder Superstar bei Raw, SmackDown, wartet mal eben. Bei Raw, SmackDown und WWE Next oder NXT will sich das Meisterschaftsgold um die Hüften legen. Um für dieses Ziel treiben sie ihren Körper zur Höchstleistung. All diese Superstars jagen nach dem Gold. Ah, das sind also, das ist cool. Warum man, aber es ärgert mich tierisch, ne? Das ärgert mich tierisch, dass sie das gemacht haben. Ansonsten ist das ein sehr cooles Poster, weil anscheinend hier so die Wrestler dementsprechend dann hier aufgelistet werden. Die bekanntesten, wie viele sind das? 14. 14 Bilder. Schon mal eine richtig geile Sache. Soll ich das als Unterlage benutzen? Ja, ich muss mal wieder umbauen. Da sind wir ja flexibel, damit ihr auch was seht, wenn ich was reinklebe. Nehmen wir das als ja, Hintergrund sozusagen mal eben an. Bilder hatte ich ja nur eins doppelt, das große John Cena-Bild. Können wir hier sicherlich auch ein bisschen ranzoomen, so, um uns auch das Album in Ruhe anzugucken, aber auch nicht zu viel zu verpassen. So, ich denke mal, wartet mal. Wunderbar. So, okay, also gucken wir uns das Cover von an. Rückseite vom Poster ist übrigens nicht bedruckt, keine Sorge. Sieht, wie gesagt, sehr geil aus. Hier hat man die Szenen aus dem Match. Dann geht's los. Ich habe es mir auch noch nicht angeguckt. Hier nochmal Raw, SmackDown, NXT. Dann dementsprechend wiederum Text zu der jeweiligen Wrestling-Seite. Könnt ihr auf Pause drücken, wenn ihr das sehen wollt. Ah, The Best of Raw. Das sind also die Stars der Raw-Reihe. Da sind in großer Schrift immer die sogenannten Namen. Wir können ja hier mal, weil wir es hier haben, die 11 uns vornehmen. Das ist eben John Cena. Verständlicherweise in diesem großen Bild, weil ob man ihn mag oder nicht, er ist schon eine Kampfmaschine.
John Cena hat eine Hauptrolle im kommenden Spielfilm Legendary. Kenne ich gar nicht. 5 Jahre alt. Muss ich mal gucken. Okay, dann ist hier jeweils Größe, Gewicht, Herkunft, Signature Move, also Attitude, Adjustment. Also alles wichtige Sachen für den jeweiligen Wrestler aus der Raw-Kiste. Blättern wir mal um. Ach, da haben wir das gleiche in Smackdown-Look sozusagen. Hier haben wir zum Beispiel auch Cody Rhodes. Wunderbar. Ja, Jack Swagger ist einer von wenigen Wrestlern, die ich überhaupt nicht mag. Also das ist einer, den mag ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. The Best of NXT. Hier haben wir Matt Stryker zum Beispiel. Ich dachte, es wäre ein Ansager hier. Also ist Matt Stryker keiner. Ja, ihr seht, ich kenne mich noch nicht so aus. Wer hat es eigentlich von denen geschafft jetzt aktuell? Darren Young, okay. David Otunga war mal dabei. Heath Slater. Ja, Heath Slater auf alle Fälle. Ja, das sind so die Neulinge. Das ist ja die NXT-Reihe. Finde ich eine coole Sache übrigens. Was hat man jetzt hier? Ah, hier kommen Duelle. Auch das finde ich sehr, sehr cool. Super scharfe Bilder. Also sehr gute Qualität vom Album her. Es sind immer unterschiedliche Mätze hier. Matches, Undertaker, Rey Mysterio, Royal Rumble Match. Das ist schon echt cool gemacht, muss ich sagen. Ah, Weltmeisterschaften sind hier auch bei. Hier zum Beispiel um die Schwergewichtsmeisterschaft. Verschiedene Matches, denke ich mal auch, weil da gab es ja nicht nur eins, logischerweise. Auch das sehr, sehr cool. Hier hat man die WWE Championship Matches. Echt sehr geil. Wie geht's denn hier weiter? Wollen wir mal gucken. Money in the Bank, Ladder Match. Ja, auch geil. Also das gefällt mir. Das ist so, wenn man jetzt so Fußballbilder sammeln würde, als würde man die Fußball-WM-Bilder sammeln nach der WM, sage ich einfach mal. Und dann sind so Match-Szenen dabei, der Weltmeistertitel für das Finale zum Beispiel, um das es ging. Und dann Spielszenen oder sowas. So ähnlich würde ich das jetzt auch deuten. Für alle, die es nicht wissen, ja, die Kämpfe sind abgesprochen. Das war mir natürlich schon früher auch schon klar, sehr schnell. Da hatte ich auch damals einen Disput mit einem Kumpel. Und der meinte, nein, das ist nicht abgesprochen. Später ist er umgeschwungen, so mit 18, ja, auch da war er noch alt. Oder beziehungsweise auch da war er schon alt und sagte, ja gut, die Kämpfe sind abgesprochen. Aber die Titelkämpfe, da ist nichts abgesprochen. Das ist alles echt. Das ist natürlich Blödsinn. Sonst würden die Verletzungen so extrem in die Höhe gehen, das ist nicht in Worte zu fassen. Und von daher ist es logischerweise, ja, wie soll man sagen, Unterhaltungssport, weil Sport muss es sein, sonst würde man sich wirklich alle Knochen brechen. Abgesprochen ist es, darum ist es eher eine Unterhaltung. Es wäre ja, wie eine Serie, sag ich mal, GZSZ-mäßig mit Schauspielern, die nicht der Burner sind, sag ich mal so, weil es sind ja hauptsächlich auch Sportler, muss man ja auch sagen. Und das Wichtige ist ja für uns als Zuschauer, wissen wir ja nicht, wer gewinnt. Na, es gibt eine Voraussetzung, wie beim Fußball auch, wenn Bayern gegen Werder spielt, in 9 von 10 Fällen wird Bayern gewinnen. Aber es gibt eben diesen 10. Fall, wo Werder gewinnen könnte oder Werder gewinnt. Und das ist ähnlich mit den Matches. Als Zuschauer weiß man eben nicht, wie diese Matches ausgehen. Von daher eigentlich eine coole Sache. Hier haben wir The Best of Raw, The Best of SmackDown kommt jetzt hier. Alles gefällt mir. Und gefällt mir sehr gut. Der Aufbau gefällt mir sogar besser als im Jahr davor beim Rivals-Album. Also da finde ich das sogar noch cooler. Das muss man auch wirklich der WWE lassen. Die ganzen Shows sind im Großen und Ganzen sehr, sehr geil gemacht. Die Kostüme, die ganzen Explosionen, die da sind. Und teilweise auch die Skripte, also die Drehbücher, die geschrieben werden. Nicht nur über den Kampf an sich, sondern eben auch, wie sich die Person entwickelt. Ist auch in vielen, vielen Fällen gut. Wo es überhaupt nicht funktioniert, ist Roman Reigns. Da verpasst man einfach seit einem Jahr mindestens schon, ihn richtig böse zu machen. Weil das wollen die Fans eigentlich sehen. Das haben sie, glaube ich, schon seit einem Jahr propagiert. Und wenn er eine richtig böse, fiese Sau wäre, würde er auch besser ankommen. Muss man ganz klar sagen, da muss man nicht so viel reden. Kommt her, macht Blödsinn, haut die Leute kaputt, keine Ahnung was. Und gut ist, mit diesem Overbringen und Overbringen und Overbringen, also wenn jemanden immer wieder versucht,
beim Publikum gut ankommen zu lassen, indem man ihn noch mehr Leute vermöbeln lässt, umso schlimmer wurde es ja im Endeffekt, weil er hat ja auch, ist ja im Krankenwagen abtransportiert worden, ich glaube beim Royal Rumble Match letztes Jahr oder wann das war, kam dann wieder und hat dann als ja kranker, völlig fertiger Typ nochmal eben alle 27 anderen Leute vermöbelt und gewonnen. Blödsinn. Er ist ein ordentlicher Wrestler, er hat ganz gute Moves drauf, wenn er sie mal nutzen würde. Eine Zeit lang, also wo ich das erste Mal richtig geguckt habe, hat man von ihm eigentlich immer nur Superman Punch Spear. Superman Punch Spear. Superman Punch Spear. Oh, noch ein Spear statt ein Superman Punch. Ach, da will ich jetzt ein Superman Punch. Also viel zu limitiert gewesen und darum kam er dementsprechend auch nicht gut an. Muss man ganz klar sagen. Ah, hier haben wir die Divas und die Meisterschaft der Frauen sozusagen, gibt es ja auch zwei Gürtel. United States Championship, den Gürtel habe ich, glaube ich, hatte ich den nicht auch? Nee, habe ich nicht. Verdammt, was war denn das für ein Gürtel, den ich hatte? Irgendeinen anderen Gürtel hatte ich also noch. Einmal den Woman Championship Gürtel hatte ich ja, das weiß ich, den hatte ich, glaube ich, eben auch eingeklebt. Und dann hatte ich noch irgendeinen. So, die 170. Ich meine, ich finde das auch ganz cool. Man hat auch hier eine Titelgeschichte aufgedruckt. Hier zum Beispiel, ne? In den letzten, zumindest wann gewonnen, bei Raw 9-9-2010, wer gewonnen hat, dementsprechend steht hier auch noch mit drauf. Das ist schon echt cool. Unified Tag Team Meisterschaft. Ja, Tag Teams New Day ist langsam, ich denke mal, die lassen sie noch den Rekord machen, oder das dürfte ja jetzt mittlerweile geschehen sein, ich habe es ja noch nicht so weit gesehen, ist es glaube ich schon um. Da fehlten ja, glaube ich, nur 3 Wochen noch. Also von meinem Ist-Stand Anfang Dezember, bis sie diesen Rekord gebrochen hätten. Und ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich möchte auch nicht, dass ihr es mir verratet. Bitte tut das nicht. Kein Spoiler-Alarm, bitte. Aber ich glaube, dass sie den Titel noch verteidigen. Und dann werden sie ihn an irgendjemand anderes, an irgendein anderes Tag-Team verlieren. Vielleicht an Cesaro und Sheamus. Zwei sehr gute Wrestler, die sich ja nicht ausstehen und nun zusammengerauft sozusagen gute Matches betreiben. Vielleicht. Wen ich auch geil finde, muss ich sagen, ist Tyler und Fandango. Tyler Breeze und Fandango. Die haben ja auch so ein Tag-Team. Ich finde die richtig cool. Es ist zwar kein John Morrison, Superstar, Rock-mäßig, was man vorher versucht hat bei Tyler Breeze, hat er überhaupt nicht hingehauen. Aber Fandango und er, das ist schon cool. Mir gefallen die. Mir gefallen die beiden richtig gut, kommen zwar rüber wie zwei absolut warme Brüder, aber warum nicht? Und die Story, die die bringen oder die Show, die sie machen, gefällt mir richtig, richtig gut. So, jetzt haben wir hier The Best of Raw, geht nochmal weiter und nochmal The Best of SmackDown kommt dazu. Mal sehen, wie das zu Ende geht, das Album. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, welche Bilder am Ende da noch reinkommen. Sind wir nämlich schon bei der 217. Ich glaube, es sind auch weitaus mehr Bilder als im ersten Album. Waren da auch über 200? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also nicht im ersten Album, aber beim Rivals-Album, was ich davor gesammelt habe. Was haben wir hier? Quizfragen. Ja, da kann ich ja nicht viel mit glänzen, weil ich mich da nicht so gut mit auskenne. Ja, Goldust. Goldust ist der Sohn von welchem WWE Hall of Famer? Mir fällt der Name nicht ein, aber ich weiß, dass Goldust der Bruder von Stardust ist, also von Cody Rhodes. Das WWE-Universum, das ist also die letzte Seite jetzt hier. Und da sieht man nochmal den Einzug ins Stadion, auch sehr, sehr cool, wie ich vorhin schon gesagt habe. Gefällt mir auch richtig gut, The Miz vorne drauf. Ja, The Miz finde ich richtig cool. Maryse, die Frau von ihm, finde ich absolut Hammer, super geil gemacht. Okay, awesome, das ist also geblieben. Das war's für heute, war auch wieder ein sehr langes Video, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Morgen denkt dran, 10 Tüten Euro 2,16. Euer Norge sagt ciao, tschüss und goodbye.